Willkommen bei Obermatt Aktien investieren. Wir machen heute etwas anderes. Ein Freund hat ein Unternehmen gebaut, das heißt Centify, und das screent alle sozialen Netzwerke nach interessanten Informationen für Aktieninvestoren. Wir sind hier auf der Webseite von Centify, das ist die Homepage, man kann sich hier einloggen und sein eigenes Konto aufmachen. Und ich habe das gemacht und gestern gehört, dass sie eine interessante Auswertung gemacht haben. Man sieht die Auswertung hier vor sich. Und zwar haben sie eine Frage abgeklärt in den sozialen Netzwerken, wie viele Menschen denken wohl, dass 2016 ein schlimmes Jahr wird wegen der Ölkrise und viele Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet. Und das Enorme ist, 61% der sozialen Netzwerkbenutzer sagen, ja, es gibt ein schlimmes Jahr 2016, 18% sagen vielleicht und 21% sagen, nein, es wird doch gut sein. Nun, wenn ich das anschaue, sollten wir ein Jahr warten und dann wieder Aktien investieren, aber ist das die richtige Antwort? Und Sie können sich vorstellen, es ist nicht die richtige Antwort. Warren Buffett, der große Investor, sagt nämlich, get greedy when others get fearful. Also dann, wenn andere Angst kriegen, soll man hinausgehen und kaufen. Und genau das, denke ich, macht Sinn. Und wenn es jetzt darum geht, dass die Ölkrise das Hauptproblem ist, dann denke ich, sollten wir einmal Ölaktien anschauen. Und das habe ich gemacht. Ich gehe zurück auf die Obermatt Webpage. Wir haben sie hier vor uns auf Deutsch. Wechsle ich noch auf Deutsch. Unter Aktien finden Sie den Eintrag Aktienfilter und dort können Sie nach Aktien suchen, die Ihren Kriterien entsprechen. Was sind das für Aktien? Natürlich suche ich eher große Unternehmen. Ich kann das hier rauffahren. So, jetzt sind es nur noch die großen. Das sehen Sie hier. Ich gehe zur Branche und sage, mich interessieren eben wirklich nur gerade Erdölfirmen. So, ein bisschen mehr noch vielleicht. Genau, Erdöl, Erdgas. So, das ist das, was mich interessiert. Aber eigentlich nicht weltweit, sondern ich investiere am liebsten in Europa, deshalb hier Westeuropa. Und was ich jetzt vor mir habe, sind alles Ölunternehmen in Westeuropa, die sehr groß sind und die und hier sind sie alle aufgeführt nach dem Rating. Wenn mich Value interessiert, also bei welcher Aktienölgesellschaft kriege ich wohl den besten Preis, sortiere ich nach Value und ich sehe Esso in Frankreich, wir haben schon viel Unternehmen in Frankreich, aber Repsol, Total, auch wieder Frankreich oder BP, also ich würde vermutlich Repsol oder BP genauer anschauen. Wenn ich jetzt in den Ölmarkt investieren möchte, und das ist heute, wo alles so schlecht aussieht, vermutlich gar keine schlechte Idee. Ich mache das aber nicht aus persönlichen Gründen. Ich war nämlich gestern auch an einem Vortrag von Joseph Stiglitz, dem amerikanischen Ökonomen, und mit seinem Nobelpreis und all seinen Doktoraten, ich glaube, er hat 40 Ehrendoktortitel, ist Josef Stiglitz der Meinung, dass wir uns vom Erdöl entwöhnen müssen, mindestens zu einem gewissen Grad, und dass das große Umschichtungen in der Industrie haben wird. Er denkt auch, dass diese Unternehmen, die heute Erdöl fördern, gar nicht die ganzen Erdölvorkommen aus dem Boden extrahieren können. Nun ist er tatsächlich nicht alleine mit dieser Meinung, denn schon heute sind die Werte der Erdölfirmen tiefer als die Reservate, also die Erdölreserven, die diese Unternehmen besitzen. Der Markt hat also bereits das vorweggenommen, dass wir vermutlich nicht das ganze Erdöl verbrennen können, das wir kennen, und hat diese Unternehmen bereits tiefer eingestuft. Warum kaufe ich keine Erdölaktie? Nicht, weil ich Erdöl grundsätzlich nicht mag, aber ich bin kein Fan vom Verbrennungsmotor. Ich finde den zu laut und zu langsam. Ich bin ein Fan von Tesla, wo es schnell und lautlos geht.
auch von Anfang an. Und das gefällt mir einfach viel besser. Ich habe gerne neue Technologie, nicht alte Technologie, wie sie im Verbrennungsmotor immer noch nach 100 Jahren verwendet wird. Deshalb reizt mich Erdöl einfach wenig. Ich weiß aber natürlich, dass Erdöl auch für vieles anderes gebraucht wird. Auch ein Tesla hat sehr viele Erdölkomponenten. Man denke nur schon an die Räder, die Reifen. Aber auch das Armaturenbrett, das Steuerrad, der Sitz, das ist alles gemacht aus Erdölprodukten oft. Also ich weiß, wir brauchen Erdöl, ich habe nicht eine grundsätzliche Abneigung dagegen, aber zurzeit inspiriert es mich überhaupt nicht. Nun könnte man denken, da verliert man was, wenn man hier nicht mitmacht wie alle anderen, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht mehr wissen als der Markt, müssen wir davon ausgehen, dass diese Erdölfirmen so bewertet sind, dass deren zukünftige Renditepotenziale risikoadjustiert dementsprechend anderer Investmentmöglichkeiten. Weil sonst könnte man hingehen und man könnte sagen, ich kaufe die ganzen Erdölfirmen, weil ich weiß, da gibt es eine höhere Rendite, und ich verkaufe einen Index, wo diese Erdölfirmen drin sind, weil dann kann ich eine Mehrrendite erzielen. Und weil das nicht so einfach ist, weil nicht so klar ist, ob die Erdölfirmen nun über- oder unterbewertet sind, muss ich davon ausgehen, dass meine durchschnittliche Renditeerwartung bei Erdölfirmen ähnlich ist wie bei anderen Unternehmen, zumindest langfristig gesehen. Aus diesem Grund entsteht mir kein Schaden, wenn ich hier meine persönliche Vorliebe walten lasse und keine Erdölfirma kaufe. Ja, das wär's für heute. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind, und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.